Wenn ihr den jungen Mann mal unterstützen wollt, viel Fortnite 7, Leute. So. Sagen wir mal auf irgendein Outfit-Video, das 200.000 Rekord-Outfit von UFO. Okay, das müssen wir mal angucken, Leute. Das gucken wir uns jetzt mal an. Sollen wir mal drauf reagieren? Gewitter im Kopf, Pizza backen, reicht jetzt. Oh, ich schenke YouTuber einen 60.000 Euro Tesla, er weint. Halt die Fresse, Alter. Halt dein Maul, Digga, ohne Witz. UFO 361 am Start. Der Bros, das ist die Stay High Jacke. Wirklich, ich feier diese Jacke mega. Ich sterbe für diese Jacke. Auf jeden Fall. Also, ich werde mir aber nur angucken, wo UFO ist. Ich will mal sein Outfit angucken. Ich fühle jetzt über mein Outfit. Das Outfit von UFO ist einfach bombastisch, Leute. So, Leute, ich würde jetzt nicht mehr. Was so für 200.000 Euro Outfit, Digga? Zeig mal. Checkt mich auf Instagram ab, abonniert mich auf YouTube und viel Spaß mit dem Video. So, Leute, wir haben jetzt hier UFO 361 am Start. Boah, der sieht richtig tot aus. Eigentlich sollten ihn alle von euch. Mach mal die Facecam. Bruder. Oh. Ich hab dich getroffen. Wir haben uns. Mann! Ich wollte dich jetzt fragen, wie viel ist dein Outfit wert? Digga, du bist Mode-Ikone, meiner Meinung nach, im Deutschrap. Mode-Ikone, okay. Und ja, ich würde mal sagen, wir starten einfach mal von unten bei deinen Schuhen. Oder Latschen. LOL! Bester Mann. 30 Euro Latschen von Nike. Das sind noch die bequemsten, oder? Ja, Bruder, war so auf entspannt, du weißt noch. Auf jeden Fall, ich hab selber Nike Latschen. Beste Mann. Die Socke. Socke ist einfach weiße Tennissocke, Bruder. Weiße, ja. Tennissocke. 99 Cent. 99 Cent. Bro, die Jeans. Safe 500. Amiri. Mega geil. Amiri, okay. Geil. 500. Ich weiß gar nicht. 800-900 Euro oder 800-900 so, Euro, wow. Also die. Ich feier diese Streifen gerade. Keine Ahnung, feiert ihr die Hose? Seid mal ehrlich. Feiert ihr die Hose, Leute? Ich finde so ab und zu sieht das nicht schlecht aus. Aber. Ja, komm, die hat schon was. So. Guck mal, UFO ist so ein krasser Fashion-Killer. Er holt sein Getränk in Farbe zu seiner Hose. Also er holt sich sogar Getränke, die im Outfit passen. Amiri. Mega geil. Amiri, okay. Geil. Ich weiß gar nicht. 8-900. Ja, die Uhr wird einfach alles von diesem Outfit also sein. Die Uhr. Ich feiere diese Streifen gerade an der Seite. Sieht mega geil aus. Ja, also diese Ketten, gehört das noch dazu oder ist das so? Oder bist du, du weißt doch, Accessoire einfach so. Sieht auf jeden Fall, das passt auf jeden Fall zum Schmuck, dazu kommen wir auf jeden Fall auch gleich. Danke. Bro, dein Gürtel, ist hier von Dior. Gürtel auch Dior, ja man, ich weiß den Preis nicht schon, naja. Ein Gürtel finde ich ultra hässlich, er sieht nicht aus wie so ein Dior-Gürtel, ich sag euch auch meine Meinung. 3400 irgendwie sowas. Boah, ist echt teuer. Da rein jetzt. Das T-Shirt, ich finde das mega geil mit den Rosen und den Dinosaurier. Diese weiße 450. Dior T-Shirt, mega geil. Die Jacke, Leute, das ist die Stay High Jacke. Wirklich, ich feier diese Jacke mega. Seine eigene Jacke? Für diese Jacke. Auf jeden Fall, also ohne Spaß. Was? Komm, der lacht, ich stimme für diese Jacke. UFO ist echt sympathisch. Was muss man dafür bezahlen? Bruder, die ist nur in meiner Box. Damit auch gleichzeitig Werbung, Wavebox. Diese Jacke ist nur in dieser Box drin. Auf jeden Fall, Leute, ihr müsst euch Wave nur in dieser bestellen. Box. Also das ist ja. Das T-Shirt ist cool, weil das müsst ihr euch bestellen. Ja. Hab's mir selber jetzt bestellt, Leute. Bro, ich will diese Jacke auf jeden Fall haben. Die krieg ich ja jetzt auch mit der Box. Also ich glaube, das ist cool, Alter. Danke, Bruder. Ja, auf jeden Fall. Wenn du die Box nicht hast, kriegst du die Jacke nicht, Bruder. Egal, wie viel Geld du hast. Genau, Leute. Unterstützt den Bro hier auf jeden Fall. Ja, guck mal, ich sag, der ganze Schmuck wird alles sein. Der ist jetzt mit seinem Outfit, keine Ahnung, mal wie viel. 2000 oder so. Und jetzt kommt 100.000 Euro Kette, Uhr. Oh, so, was ich an dir richtig feier, ist dein Schmuck. Danke, Bruder. Wirklich. Ja. Wenn wir da. Digga, wie kann der so rumlaufen? Wenn der einmal überfallen wird, sind 200.000 weg. Das ist zu krass. Auf, ne? Auch eventuell eingehen könnten. Eventuell erstmal an deine Ketten. Stay High Chain. Tennis Chain, zwei Stück. Die Wave Chain, Cuban Link. Digga, was hat der da alles für Ketten? 150 insgesamt. 150 Racks. Ja, Mann. Wie wir aus deinem neuen Song gelernt haben. Racks, Leute. 150.000. Was? Boah, krass. Bruder, 150.000 Euro für Ketten, Alter. Das ist doch echt nicht normal, ne? Das ist echt krass. Ich dachte so 100, Alter, 150 Euro, nein, niemals. Was? Überleg mal, 150.000 Euro, Mann. Ich finde das echt hart, ne? Ich finde das echt hart. Muss jeder selber wissen, was er mit seinem Geld macht, aber ich finde es echt zu viel. Was? Sind das VVS-Steine alles? VS, SIVS, VS Plus, keine Ahnung, VS2 oder so eine Dinger. Krass. Baguettes, irgendwelche Baguettes dieser in der Mitte da, siehst du? Normal, das sieht mega geil aus, heftig. Danke, Bruder. Geil. Und am Handgelenk, dann nehmen wir noch eventuell, oh, die Rolli.
Was ist das für eine Rolli? Bruder, das ist eine Datejust. Eine Datejust? Auch? Mit Steine besetzt, so individuell, du weißt, du selbst besetzen lassen. Normal. 40.000 Euro? Und so halt Weißgold-Armbänder. Weißgold-Armbänder. Geil, Mann. Euro. Ich feiere diesen Style richtig. Danke, Bruder. Bro, hast du mal irgendwie was an, was wir eventuell noch reinnehmen könnten? Alles gut. Okay, hier der Endbetrag, Bro. Rekord-Outfit in Deutschland gebrochen, Digga. Was? 196.000. Ich bin gespannt. Kann das hier jemand brechen? Ich glaube, dann komme ich wieder. Dann kommt er wieder. Dann komme ich. Bro, also wirklich geiler Style. Danke. Meine Frage an dich. Krass, das Ufo so viel Kohle gemacht. Inspirierst du dich? Also mit so einem Style zu tragen, allgemein viel noch. Viel Amis, Bruder. Viel Ami-Film halt so, ne? Okay. Ami-Film? Slimy, Sled Trip. Drip. Welcher Ami, welcher Ami findest du hat den geilsten Style? Oder keine Ahnung, ich feier die alle gerade so aktuell, die ganzen so YSL-Leute, bla, Ghana, dies, das. Soll ich mit 20 Sekunden Werbung gönnen? Ja, okay, ich wollte eigentlich nur sein Outfit sehen, aber wir können nochmal, ich will mal weiter gucken. Ufo 361 am Start. Der Digga, die Hand ist dort Switch. Ey! Was soll das denn? Schick it auf dein Album. Ja, Mann. Wie hast du das? Wie kam da? Bruder, die haben uns angefragt wegen dieses, wie hieß der Song? Warte. Eigentlich alle so, die aktuell am Start sind. Auf jeden Fall Travis Scott, mein Favorit. Ja, Mann, safe. Auch Leute wie Rich the Kid, mega. Ja, du hast Rich the Kid auf dein Album. Ja, Mann. Wie hast du das? Wie kam da? Bruder, die haben uns angefragt wegen dieses, wie hieß der Song? Von ihm der Song. Plurwalk Remix, Plurwalk, genau, da haben uns gefragt wegen dem Remix damals. Und dann meinte ich gleich, mach mal noch ein paar für mein Album, als er im Studio war. Und dann haben wir diese zwei Dinger gemacht. Geil, Mann, auf jeden Fall. Ja, Bro, krass, mega geil. Freut mich, dass wir dich auf jeden Fall getroffen haben. Ey, Leute. Ein Kollege von mir war einfach mit Ufo in der Klasse gewesen, ne? Zu krass, Alter, heftig. Also Respekt an Ufo, Alter, GG, ey, muss man wirklich sagen. Krank. 200.000 Euro Rekord-Outfit, Alter, heftig. Das ist zu krank, ne? Sag mir ehrlich, Leute, 200.000 Euro für ein Outfit. Digga, soll ich euch mal sagen, was mein Outfit gerade wert ist? So, jetzt machen wir das auch mal mit mir, okay? So, also. 1 Euro kaputte Socken. 15 Euro Baggy. Sind schon mal 16 Euro. Oberteil 20. Also sind wir bei 36 Euro. Kette 1.000. Sind wir bei 1.036 Euro mein Outfit. Dickes GG in den Chat. Sonst habe ich, und eine Unterhose, die war genau nicht zu vergessen, 1,50 Euro. Ist nichts Calvin Klein, nee, 1,50 Euro. Damit haben wir dann 1037,50 und damit das billigste YouTuber-Outfit. Ich habe auch einen Rekord, ey, Maham, komm mal zu mir, Digga. Ich kann auch einen Rekord brechen und zwar für das billigste Outfit. Ja, Mann, wenn ich Kette ausziehe, habe ich 36 Euro Outfit. Scheiße, Alter, ey, hör mir auf. So.